Outfit musst du aber aufpassen, ne? Ich weiß. Ja. Weil einmal im Monat können sie das Weiß nicht mehr so weiß sein. Heute geht's. Oh ja, oh ja. Jetzt wird's noch weißer. So. Sagst du Bescheid, wenn deine Aufnahme steht? Bei nicht mir dein Pimmel, sondern nicht deine Aufnahme? Nicht nur die Aufnahme steht. Warte. Genau, bück dich nach vorne, das ist einfacher für mich. Da muss ich nicht so weit zielen. Vor allem, das passt mit der Sitzposition, so mit den verschränkten Armen, so, komm, werd fertig, ich hab keinen Bock mehr. Warte, ich stell mich da richtig davor, dann passt das. Warte mal, so, okay. Jetzt hast du Schutzausrüstung an, damit die Spritzer nicht so nah rankommen. Egal, das Gesicht treffe ich trotzdem. Ist mir egal. So, ich warte darauf, dass der Onaniert wird da seine Spielaufnahme startet. Och, ich habe eher nur... Ich spiele, ich gebe ab und ja. Meine Spielaufnahme läuft, alles gut. Warte, wir können direkt durchstarten. Ach so, das ist deine Aufnahme drin, in deiner Startaufnahme. Sehr ja, schön. So, nein, ich kann Ladies ja and Gentlemen, so begrüßt Kev seine Zuschauer. Er wichst den Frauen ins Gesicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crazy 5 YouTube, heute mal mit etwas spärlicher Besetzung. Wir sind zu viert. Und einer hat Magenprobleme, wie man gerade hören kann. Das wahrscheinlich warst du das, du Alien, du. Das waren meine Gedanken. Ja, die sind so stark. Ja, ich kann mit Gedanken alles bewegen. Wir sind wie gesagt heute nur zu viert. Hier haben wir Kev. Da haben wir seine Lebensgefährtin Sven und da drüben ist Enrico aka Scorpion oder ich gehe gern als Polizist auf die Kostümparade. Es ist ja bald wieder Karneval angesagt, ne? Wobei, wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich schon monatelang durch. Das kann auch sein, ja. Und die drei sind heute wieder bereit dazu, euch mit ihrem schlechten Content und nicht ihren schlecht gemachten PS5-Verkaufsangeboten zu nerven. Nicht wahr, Kev? Ja. Yep. Das geht mir mittlerweile auf die Sack, weil das immer dieselben Leute sind. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. Na, nicht nur das. Wer glaubt denn wirklich, dass Leute ihre... Nein, aber guck mal, das, was ich gerade meine, ist, verkaufen Leute, ich habe eine gerade gekaufte PS5 mit allem dem Original und alles drunter, verkauft die dann für, keine Ahnung, 600, 700, 800 Euro, weißt du? Warum kauft man sich eine PS5 und verkauft die wieder? Nein, es gibt bei den Leuten gibt es keine PS5 zu kaufen, das ist einfach Abzocker, wenn die das Geld überweisen, hörst du nie wieder was von denen. Und das ist in den Formel-1-Gruppen so, das ist in diversen anderen Gruppen so. Ich habe heute wieder, oder beziehungsweise gestern wieder einen in den Kleinanzeigen-Gruppen gefunden. Also das sind immer nur dieselben Leute und für mich sind das Abzocker, Punkt. Ja, genauso nervtötend wie Leute, die... Hast du schon mal mitbekommen, dass es jetzt extra Gruppen gibt, nur für Glitches? Ich krieg die vorgeschlagen. Wir hatten hier schon wieder Cops. Na, der Mann, der uns mit seinen Tränen ergießen wollte gerade hier. Ach. Enrico. So, Polizist. Der Kopf geht jetzt. Geht er runter? Piloten habe ich? Ne, ich habe nur den Kopf erwischt, ne? Okay. Morgen ist es wohl vorne direkt. Ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt. Oh, Entschuldigung. Das war kein Abs. Du standst neben mir und ich schieße. What the fuck? Das war keine Abs. Du hast ja mal. Hä? Ich werde gerade an der Autobahn gespawnt, da fliegt einfach ein Auto verkehrt rum, die rechte Spur entlang, dreht sich dreimal. Okay, keine Ahnung. Aber wie gesagt, du Rockstar, hast dich hier... Rockstar macht mal wieder aller Namen Ehre, ne? Also wie gesagt, dass ich dich gerade gekillt habe, das war keine Absicht. Du hast dich neben mich gestellt und ich krieg dann... Und da wurde dann mehr oder weniger... Naja. Ach man, mein Auto... Das übliche Chaos zu Beginn einer jeden Aufnahme. Ja, so reagieren wir halt, wenn wir von gefakten PS5-Verkäufen erfahren. Ja. Also wie gesagt, was in den Gruppen angeboten wird, vor allen Dingen, das sind dann, die schreiben dann dabei, ich habe eine PS5 mit FIFA 22 und poste das in der Formel 1-Gruppe. Bam.
Habe ich mir gerade gekauft, will ich nicht mehr. Nach einer Sekunde keinen Bock schon mehr gehabt. Ich will gleich verkaufen. Ja, ja, original verpackt und alles drum und dran mit angeblicher Rechnung und. Ja, ist halt so. Wie gesagt, einfach nicht glauben und. Es ist halt, wie gesagt, immer die gleiche. Musst du ja mal in die Timeline von dem Tuppis da gucken und. Ja, schreibt halt immer wieder das Gleiche in die Gruppen. Naja. Gut, starten wir heute mal ein bisschen in unsere kleine Best-of-Playlist. Heute ist wieder das Schöne. Das, was uns gefallen genau, hat. Genau, das wollte ich noch erwähnen, das habe ich jetzt gerade im Intro gänzlich vergessen. Wir machen heute Best-of. Ja, gut, dass du da bist. wir machen heute Best-of-Playlist, das heißt. Die besten Maps, oder zumindest die am besten ankamen bis jetzt bei uns in der Gruppe, habe ich mal zusammengetragen und zu einer Playlist zusammengeformt. Das heißt aber auch heute brauche ich wirklich von euch dreien mal ein bisschen Feedback, ob ihr wirklich der Meinung seid, das sind die besten Modi, die wir bis jetzt gespielt haben oder nicht. Was kann raus, was bleibt drin? Ja, wir sehen. Da brauche ich wirklich euer Input. Rico bleibt drin. Aus deinem Hintern? Wo bleibe ich drin? So. Ja, schauen wir es mal an. Also, mega Rampe. Ja. Ja. Und Enricos Freundin guckt zu. So, machen wir weiter jetzt. Ja, einer mit. Los geht's. Sollen wir loslegen? Ja, ja, machen wir so. Okay, das ist also von da, nach unten. Ach Gott. Naja, wie wird's sie? Illuminate! Um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet, meine Damen und Herren? Ach du Scheiße. So. Das Moment, das ist. Ach, das ist. Ist das diese Verwandlungsrampe? Ja, ne? Genau. Genau, die habe ich aber in der letzten Aufnahme nicht mit drin gehalten. Da gab es irgendwo einen Fehler in der Aufnahme. Ah ja, genau. Nee, du konntest einfach nur nicht fliegen. Das hat damit nichts zu tun, das war teilweise mit Absicht, dass ich das gemacht habe. Aber ne, ich kann mich erinnern tatsächlich, ja doch. Genau, die habe ich bei meiner letzten. Ach, ja. Mehr Schubs hier. Uiuiui. Ja, stimmt, die war ganz witzig. Muss echt hier aufpassen beim Lenken. Ah, Hilfe! Da fliegt was rückwärts. Sorry, Enrico. Ich konnte nicht mehr bremsen. Ich hab's selber erwischt. Nein, kurz vorm Ziel! Aber ich hatte aber selber weg, weil es sich da so weggedreht hat, bist du mir genau nämlich in die Karre gedreht. Und ich konnte nicht mehr bremsen. Das kann ja ganz, ganz schnell sich ändern wieder. Letztes Mal habe ich die gewonnen. Kann sein, ja. Stimmt, irgendwas war da. Aber heute gewinnt Marco. Eieiei. Da kommt schon der Bomber. Ja. Alter, eieiei, ich komme mit runter, wahrscheinlich. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit, Enrico, vergiss es. Aber das ist das Problem, wenn du dich verziehst, wenn du verziehst oder wenn du da einmal einen Schleudern kommst, du hast keine Chance. Du kommst nicht wirklich. Oder fast gar nicht mehr in eine richtige Position. So. Naja, probieren wir es nochmal. Eieiei. Eieiei. Schon wieder. Yes.
Und schon ist Enrico nach oben geflogen. Ich bin nicht nee, ich auch geflogen, ich bin durch die Map geflogen. Oh. Alter! Scheiße! Und wieder abgestürzt. Wo kam der denn her? Ja, ich wollte gerade in den roten Kreis, da kommst du über die Grenze. Das war gerade so geil. Zu diesem Moment so, ups. Das war wirklich nicht gewollt, Enrico. Ich wollte gerade in den Verwandlungskreis fahren, da kommst du um die... Oh, Sven! Oh, oh, erschrocken. Das war knapp, Sven. Sag bloß, Enrico, wir sind die Einzigen, die bis jetzt noch nicht wirklich weit gekommen sind, weil wir immer mit diesen scheiß LKWs abstürzen. Meine Reform. Ey! Ich schieb da was vor mir hin. Oh, Sven! Vor mir! Oh! Das kann ich jetzt einfach freuen. Jetzt. Nein! Das war der Hammer! Sven, der war gut! Der war geil! Der Scramjet hat nämlich diesmal den Sprung und nicht den Boost und da springt Sven hoch und landet genau zwischen zwei Kanten wieder rein. Oh, nein, nein. Oh. Nein, oh, fast noch gerettet, Alter, scheiße. Ich hätte es fast noch retten können, den Panto. Was machst du denn da, Enrico? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt auf. Erstes Spiel komplett demotiviert. Mensch, Enrico, gib doch wenigstens irgendeinen guten Grund an. Zum Beispiel, deine Freundin liegt nackig neben dir und siehst, du bist abgelenkt. Das wäre doch wenigstens eine gute Begründung. Sie liegt nackt neben mir, auf mir, weißt du? Auf dir? Naja, ihr Kopf. Und auch, ja. Ich wollte schon sagen, sie fährt und nimmt den Joystick zum Steuern, okay. Meinst du der kleine oder der große Kopf? Das würde natürlich auch die komische Lenkbewegung erklären, wenn sie den Joystick benutzen würde. Okay. Scheiße, blöde. Bleib gerade. Der blöde gerade. Panto, ey. Da, dieser Scheiß. Kurz vorm Ende noch. Kevin, bist du in dem Ding drin oder was? Ja, diese komischen Batman-Ding, den weißen, ja. Hä? Achso, scheiße. Ich bin zwar momentan letzter, weil ich jetzt gerade an Markus vorbeigefliege, aber. Jetzt bin ich Dritter. Was? Also ich bin jetzt im dritten Fahrzeug mehr oder weniger gerade. Im zweiten. Dritten. Wenn man das Flugzeug mitzählt, ist es der dritte. Aber wie gesagt, da muss ich auch erstmal kommen. Ich komme jedes Mal bis fast ganz unten und dann haut es mich komplett aus der Spur. Das dritte Auto ist das Pronto, ne? Mich auch. Es geht, wenn ich die Fahrzeuge zählt, erstes Fahrzeug das LKW, zweites Fahrzeug das Flugzeug und jetzt dieses Batman-Mobil, dieses gefakte. Genau. Dann wäre es das dritte, wenn man so rechnet, ja. Ach, das ist das Scramjet, du Blinde. Ja, was auch immer das ist, keine Ahnung, aber. Ja, zweite Auto, ja, wenn man so sieht, genau. Der zweite Auto? Der zweite Wagen. Oh, aber ich komme jedes Mal bis zu diesem scheiß Grün und dann haut's weg. Ich komme sauber runter eigentlich. Nochmal ein Rundflug. Gönn dir, Enrico, gönn dir. Hä? Wo ist die Strecke? Hey, Sven. Und weiter. Oh. Hüpf, hüpf, hüpf. Bleib unten. Jetzt geh runter. Geh komplett runter. Komm. Ja, ich bin drauf. Das hat sich Enrico bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt. Was? Ja, ich bin drauf! Ja. Nee, drinnen. Scheiße! Ah! Ja,
Da warst du auch jetzt drin in dem Ding. Meine Falschquoten sind, was das angeht, aber leider wäre der Ding aktuell. Warum versteckt sich eigentlich deine Freundin hinter Blitzlicht? Wie meinst du? Dein Status letztens im WhatsApp? Oh nein! Sven! Blitzlicht? Ja, du hast diese Bildcollage mit ihr gemacht, aber sie war gar nicht zu sehen, weil sie hinter dem Blitzlicht vom Handy sitzt. Das ist so ein Viber-Ding, das machen die immer. Das sehe ich auch nicht. Ach, hässlich ach, ist. Das ist so ein Ich bin so hässlich Ding, ja? Ja, genau. Was willst du denn jetzt rückwärts oder was? Nee, ich dreh mich einmal. Ja, ich hab's gesehen. Ich flieg da mal vorbei, ne? Das ist ein Smart. Ja, ja. Alter, der geht so, wenn der einmal ins Hüpfen kommt. Ich fahr kein Smart, Junge. Da war gerade schon wieder dieses niedliche Stimmchen von deiner Freundin. Yay! Geschafft. Die muss gleich wieder üben, die muss gleich wieder Blasorchester spielen. Mach den Mund anfeuchten, ja. What the fuck? Oh. Warte, stell, die hat den Mund voll, ist klar. Also kannst du nicht so reden. Alter. Junge, die machen doch mit. Ach, ist ein Junge, kein Mädel. Na gut. Nein, das Mädchen. Nein. Oh, Alter. Wer war denn das gerade, der mich mit seinem Flügel gestriffen hat? Alter, hat mich das erschrocken. Ich. Kann nur Enrico gewesen sein, weil ich bin unten an der Ding zerschellt. Es war ja schon umgekommen. Ich lass dir mal rechts Platz, ja, Enrico. Na. Hab ich dich umgebracht? Nein, aber es hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich dann zu wenig Gas gegeben habe und bin durch die Dinger gefallen. Ach so. Entschuldigung, Sven, ich weiß nicht, ob ich dich getroffen habe noch. Nö, nee, alles gut, Cap. Melissa? Ja. Die alte Silvester verkaufen gehen. Wenn die mit Max zusammenkommt, okay, dann mach ich die Fälle fertig. Aber wenn die nicht zusammenkommt, ja. Dann ist alles gut. Wenn die nur 6 haben, mach ich hier trotzdem eine Sehnsüge. Was, wenn ihr noch nein, 6 haben? Nein! Noch, Mann! Hallo, Sven! Hallo, Pep! Ja, geil, das hat dir eine Kiste gegeben, Alter. Ich war fast unten. Wenn wir streiten, werde ich versuchen. Was ist das denn? So. Zumindest mit dem Motorrad bin ich das erste Mal direkt durchgekommen. Das ist ein Mann, der einen Schwanz hat. Oder eine Frau. Was? Nein! Oh, mir ging's wie Markus. Die letzte Rampe war zu viel. Ey, ich bin Dritter. Wieso bin ich Dritter? Weil ich Zweiter bin. Weil ich überrunde, du Keck. Warum kriegt er ihn geblasen? Schon machen wir hier los, oder was? Ja. Nee, jetzt hat er aufgehört. Ach, schon fertig? Das ging ja schnell bei dir. Nee, wir brauchen Pausen, weißt du. Nein! Okay. Ach. Sie teilt sich. Ficken? Sie teilt sich die Pausensnacks ein. Jetzt bin ich Vater! Meinst du das Duplo? Naja, immerhin die letzte Kinder. Nee, die Kinderschokolade, sie lutscht bis das Weiße kommt. Das ist, ja, das kann auch sein. Du kneift sich die Arme und dreht sich um. Gut, dass sie uns nicht hören kann, ne? Das na doch, das Headset ist nicht gerade leise. Sie sitzt genau neben mir, also. Ah, diese Kamera. Spinalla bei Kev? Ja, wahrscheinlich. Ich komme mit dem scheiß Ding hier gerade nicht klar. Nino, du. Ach, alles gut. Passt schon. Zieh doch zurück, du scheiß Karre. Das schaff ich nicht. Das hab ich! Nein, nein, nein! Och man, wenn der einmal dreht, der dreht unten.
Wie wird's weiter? Aua, von meinem Auge, du Kick. Nee. Aber wie hab ich das überlegt? Was? Dummbad. Na, oh, Alter. Ach, Glück gehabt. Oh Scheiße, was war's? Diese Karre. Habe ich auch gerade wieder einen knapp verpasst, oben an der Ganze. Den roten? Ah ne, ganz oben nicht, hier war ich nicht. Langweilig. Hallo. Nicht der Halt, sondern Kick. Du hast drei Decken jetzt. Hör mal rum, hau mal rum. Oh, ernsthaft? Ich könnte den Punkt nicht. Was macht die Karre jetzt? Da dreht die in die falsche Richtung. Oh, sinnlos. Da verlierst du mal gegen so einen schwulen Kev. Hä? Was? Gegen mich verlierst du nicht. Ja. Ich bin Vierter. Enrico. Ich bin wahrscheinlich abgeschlagen Letzter. Du musst deiner Freundin schon vorher erklären, das ist nicht wie bei Scary Movie, ja? Man muss nicht warten, bis der Kaugummi in der Mitte kommt. Ich könnte noch nie warten, bis ich den Kaugummi... ja. Bei dir ist es klar. Hä? Oh, sinnlos. Jetzt bin ich Dritter, okay. Sorry. Ich dachte, ich wäre noch weiter ganz hinten. So. Oh. So Voltik. Aber ich bin unten. Jawohl. Du. Du. Sinnlos die Karre. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Ich geh gleich wieder ins Bett. Kev, hast du gehört? Das war dein Signal. Sven, ich komm mit. Alter, diese Limousine zu drehen, Alter, boah. Du brauchst ja einen Wendekreis von, keine Ahnung was. Ne, ernsthaft, ich bin in dem scheiß Punkt gelandet, aber trotzdem... Ah, ernsthaft, jetzt hab ich doch mal mit dem Flugzeug da hoch. Und Enrico macht's dir nach. Ich bin eigentlich auf dem Punkt gelandet, bin dann aufgeschlagen. Trotzdem muss ich doch mal hoch. Upsi. Ich dachte, ich helfe dir mal, Sven. Ich bin doch oben. Nein, ich meine ja beim Rumdrehen. Du standest verkehrt rum. Nee, ich wollte nur helfen. Ist doch nicht wahr. Was denn wieder letzte Plattform? Letzte Rampe. Das Ding ist, man kann eigentlich das Drehen ganz gut abfangen, aber wenn du dann zu langsam wirst, dann fahr fällst du halt bei der letzten Plattform durch. Alter! Könnt ihr eure Kuscheleinheiten bitte mal auf was anderes verlegen als auf der Rampe? Hier will doch jemand weitermachen. Ja. Ich weiß nicht, welcher grüne Pinner da die ganze Zeit in meinen Arsch reingerammt hat, Alter. Das war ich. Wo bin ich denn angesprochen da hinten? Das war das grüne Ding vom Sven. Normalerweise wird das doch blau und rot, wenn man zu viel macht. Kommt doch von wie lange es sich wäscht, dann wird auch immer grün bestellt. Wie das Bild in deiner Story, Alter. Da, das nein. Sowas kriege ich von meinem Bruder und unserem Kumpel zusammen. Ich habe übrigens gerade voll den Spin mit dem mit der Bullenkarre. Ich komme trotzdem unten an irgendwann. Was ist denn? Fahr ich halt rückwärts, mir ist das so scheißegal. Oder auch nicht. Verdammt.
Oh, Junge, wie die untergeslidet ist, Alter. Anmachen? Alter, oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Nein. Boom. Nee, jetzt mach die Dose auf. Die Hose oder die Dose? Einmal hochklicken, genau. Die Dose in der Hose. Ach, ihre Dose in der Hose, ja. Ja. Nein, so weit. Aufziehen. Alter. Ey, wenn ich wegen dir verliere, gell, nur weil ich diese Dose gleich öffnen muss, rede ich dir. Vor allem. Oh, oh, oh. Und dann Rico redet was von Dose öffnen. Ja, die will Suppe machen. Jetzt, bitte öffnen Sie jetzt weit. Wie doch einfach. Es wird nicht besser, es wird nicht besser. Oh, Enrico, ey. Oder? Da dreht sich gleich mein Auto weg. Na, meins auch. Tschüss. Alter, wann kommt denn wohl das letzte Auto? Das ist Suppe und keine Pisse. Ja, und jetzt kippst du das da rein in den Topf, bitte. Verwöhnte Dreckskind. Das klingt bei. Jawohl. Mit dem Bullenwagen auch unten. Das anhören muss. Wir dekorieren unseren Teil. Ja, wenn die Dose leer ist, kann ich mehr kommen. Das wird nicht besser. Du musst die Dose erst füllen, Enrico, damit sie leer werden kann. Ja. Also sie kann auch so leer gehen, dann wenn nichts, wenn leer ist, dann kommt nichts mehr her. Mann! Ich komm nicht weg! Oh, Alter! Jetzt kommt dieser Scheiß. Jetzt mit dem Hammer. Ich weiß nicht, jetzt schon der Countdown läuft. Oh. Oh, Sven fährt wieder. Ich weiß ja nicht, was seine Mission ist, Alter, aber ich glaube, er wollte mich von der Strecke werfen. Das sieht doch gut aus, Sven. Ja, siehst du, geht doch. Nee, der geht einmal kurz nach links fliegen. Jawohl, Limousine. Danke für deinen Kommentar, Sven. Sven. So, einmal. Ich sage, es sieht gut aus, wenn Kev so, nee, bei mir sieht es nicht gut aus. Hä? Das meine ich nicht. Ich habe gesagt, nein, das sieht nicht gut aus. Er geht fliegen. Weil er übrigens verloren hat, einfach das Auto verloren hat. Ja, ich hatte mit Sven gesprochen. Oh! Sturzflug von Sven! Oh! Hey, Markus, bist du schon dort? Ja, ich bin im Schwimmziel. Wir brauchen noch eine ganze Weile bestimmt. Enrico? Ja. Schöne Grüße an deine Freundin, die soll immer schön an die Pflege denken und eincremen, ne? Nicht, dass was wund wird. Oh, das ist ein Ziel. Du sollst an die Pflege denken und immer schön einschmieren. Ich weiß nicht, was er meint, aber keine Ahnung. So, jetzt hoffe ich, dass ich wenigstens noch Dritter werde. Was soll ich machen, oder? So schlicht. Hast du es geschafft, ja, Enrico, ja? Ja. Oh, das wird enge mit dem Punkt, hier noch was zu holen. Nee, schade. Mann! Liebe Ende, 0 Punkte. Thank you.
Sven? Eine. Da, nur Sven noch da. Obwohl ich eigentlich vor Sven gelandet bin, bin ich hinter ihm in der Liste, okay?